Es müssen nahezu unglaubliche Szenen wie aus einem Wild-West-Film gewesen sein, die sich gestern beim Weinfest in Bad Soden abgespielt haben. Die Hessenschau widmete der ganzen Sache eine sogenannte Kurzmeldung hier angezeigt über diesen Vorgang, obwohl dieser Angelegenheit mit Sicherheit damit nicht Genüge getan ist, sondern wenn man sich die Polizeimeldung zu diesem Vorfall durchliest, kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es wirklich ein wahnsinnige Szenen sein müssen, die sich vor Ort abgespielt haben. Sowohl die Kurzmeldung der Hessenschau als auch die Originalpolizeimeldung der Polizei des Main-Taunus-Kreises sprechen von circa 1000 Jugendlichen, das muss man sich erstmal vor Augen führen, circa 1000 Jugendlichen, die im oberen Kurpark nahe des Ramada-Hotels sich versammelt haben. Aus der Menge wurden Feuerwerkskörper gezündet und in einem anliegenden Supermarkt wurde ein, ja, wie soll man das sagen, eine Art Massendiebstahl begangen. So etwas kennen wir hier in Deutschland eigentlich gar nicht. Es gibt zwar immer wieder einzelne Fälle, wo einzelne Personen, was weiß ich, eine Flasche Schnaps klauen und das war's dann auch schon wieder für den ganzen Tag. Aber in diesem Moment scheint eine Art Massendiebstahl stattgefunden zu haben in dem Supermarkt, der in der Nähe dieses Weinfestes ist. Der Filialleiter meldete, das steht in der Polizeimeldung, der Filialleiter meldete, man habe die Jugendlichen nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, die Leute, die dort Diebstähle begangen haben in dem Supermarkt, sind auch erwischt worden. Das hat aber Unmengen an weiteren Jugendlichen nicht davon abgehalten, einfach mit dem Stehlen weiterzumachen. Das sind natürlich Zustände, die wir so noch gar nicht kennen und die alles in allem als wahnsinnig zu bezeichnen sind von meiner Seite aus. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwelche Menschen, die diesen Videobeitrag hören und sehen und eventuell in der Nähe wohnen, Main-Taunus-Kreis, also in der Nähe von dem Ort, wo es passiert ist, ich selber wohne nicht dort, die eventuell bei dem betreffenden Supermarkt, das lässt sich mit Sicherheit schnell über Google ermitteln und wenn man die Polizeimeldung dazu liest, dann steht hier auch, dass das in Bad Soden in der Königsteiner Straße und am alten Kurpark passiert ist. Ortsansässige Leute wissen dann wahrscheinlich sofort, um welchen Supermarkt es sich handelt. Es gibt mit Sicherheit, ich hoffe, es gibt irgendwelche Leute auf YouTube, die vor Ort in diesem Supermarkt oder auf offener Straße in Bad Soden einmal Menschen zu diesem Vorfall interviewen. Und ich denke, dabei würden wir mit Sicherheit Erkenntnisse gewinnen, die in der Polizeimeldung nicht stehen und die uns alle interessieren würden. Schließlich spricht die Polizeimeldung nur von circa 1000 Jugendlichen, aber ich glaube, wir alle wissen, dass das Wort Jugendliche hier in Anführungszeichen zu setzen ist. Das sind mit Sicherheit keine normalen Jugendlichen in Anführungszeichen, sondern besondere Jugendliche.